Hallo Leute, hallo YouTube. Könnte es Planeten um Doppelsterne geben? Hier sieht man ja den schweren, den leichten Stern, Umlaufbahn des schweren Sterns, Umlaufbahn des leichteren Sterns, gemeinsamer Schwerpunkt. Und hier kreist der Planet um das gesamte System, auch um den Schwerpunkt hier. Und hier kreist der Planet um einen der beiden Sterne, ja? Typ P und Typ S. Bis jetzt wurden nur Typ S gefunden. Also der ist diese Variante ist offensichtlich häufiger. Bei dem Typ P muss der Umlauf der beiden Sterne ziemlich eng sein. Wenn er zu weit weg ist, dann ist die Bahn so groß, dass dieser Planet entweder nicht gebunden werden kann oder reinfällt oder rausgeschleudert wird. Und hier sollte der Abstand zwischen die beiden Sternen ziemlich groß sein. Bei dieser Variante. Wenn der zu eng ist, dann beeinflussen die Sterne sich so, dass der Planet auch rausgeschleudert wird. Also hier sollten die beiden Sterne eng laufen und hier sollten sie weit auseinanderlaufen, die beiden Sterne. Das schauen wir uns jetzt mal in der Simulation an. Tja, so schnell kann's gehen. Dann wünsche ich euch allen einen schönen Tag noch.